Ob jetzt doch sie annehmen, nein, oder? Nein, das einfach das Gewinnspiel. Was denn für ein Gewinnspiel? Von der Kanzi, das Gewinnspiel, da gewinnen wir noch Boxen. Ah, Boxen, da können wir Kanzi-Party machen mit Musik. Ganz genau, ja. Ja, und wenn ich aber recht unbedingt an möchte? Nein, dann musst du nicht sagen, gewinnen. Schau, ich habe etwas vorbereitet. Schau, da ist nichts, da ist nichts. So, hier verschwindet der Apfel. Achtung, Lukas, ja. Wo ist der Apfel? Wo ist der Apfel? Wo ist der Apfel? Wo ist der Apfel? Wo? Genau! Und was waren wir nicht da auch gehabt? Ja, zeig mich auch. Ja. Mit Kanzi gewinnst du allem. Hallihallo und herzlich willkommen zur Wöchenschau. Und wir kommen auch schon zu unserer ersten Meldung. Jahrhunderthochwasser in Südtirol. Südtirol erlebte letzte Woche bange Stunden aufgrund der Wassermassen. Besonders in Innichen ran viel Wasser. Innichen, aus Klausen wollte es nicht mehr außen. Und auch der Garder war schon mal fader. Für die Zukunft gilt folgende Grundregel. Wenn solche Wassermassen auf die regennassen Terrassen prassen, die die Massen nicht fassen, sollten die Insassen nicht ablassen, sondern ganz gelassen vom Wasserlassen ablassen. Ob jetzt Spaß beiseite, danke in alle Einsatzkräfte und freiwillige Helfer. Dafür gibt's von der Wöchenschau 1,5 Applaus. Von Herzen. Sehr gut gemacht. Koalitionsverhandlungen. Die Suche nach einem Regierungspartner gestaltet sich für die SVP nach wie vor schwierig. Nicht gerade leichter macht es das Rumoren gewisser Individuen aus dem Hinterwald. Dazu schalten wir in die Natur. Au! Au, au, Bernd, grüß dich! Ja, hey, Wolf, ja, grüß dich! Du gratuliere, gell, an schon gelesen, du bist der neue Leitwolf! Danke, danke, danke! Du weißt, wenn soll ich mich wählen? Ja, ja, wichtig ist halt auch, dass das ganze Rudel noch halt da hinter dir steht. Jawohl, hält den soll ich schon. Ja, weil du, weil lässt man noch von anderen Rudelläschen halt auch oft, gell, das sind so die alten Leitwölfe, gell, von hinten aus mit einem ganzen hinterfotzigen und neidischen Gefrutzle herrscht sie außer, gell, das ganz von hinten aus von den duren Wäldern, gell. Ja, weißt du, wenn soll es ein alt sein, dann fangen sie halt an zu ganken. Da kannst du nicht machen, nicht? Ja, und bei denen sind oft auch noch junge Wölfe um, gell, die passen immer hinter die Gatterer. Ja, logisch, ja. Logisch, der machen wir sind's leicht raus, Bernd. Mann, wir sind auch Viecher. Ne? Mhm. Halloween. Hallo Berlin, hallo Salzburg. Halloween. Letzte Woche fanden in Südtirol wieder zahlreiche Halloween-Partys statt. Hör mal auf mit den amerikanischen Scheiß. Die besten Masken werden nun von der Wöchenschau prämiert. Platz 3. Platz 2 geht an. Und der unumstrittene erste Platz geht an. Die Begründung der Jury. Die Gewinnermaske hat einen automatischen Sprechmechanismus, dessen Gefasel der reinste Horror ist. Ein kleiner Nachteil, man kann das Ding gar nicht mehr abstellen. Top, das war's auch schon wieder gewesen. Danke fürs Zuschauen und Aulösen. Bis zum nächsten Mal. Vierte Nacht. Ja. Ich sag das, ich bin so froh, dass das Halloween vorbei ist. Ja, warum muss nicht immer alles vorbei sein? Ja, immer vorbei, 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 Sacramento, ja. Ich mag's nicht, wenn's vorbei ist. Hardigatti.